gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Ja, und mit der Stimme dieses Arbeiters heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Die Siedler, das Erbe der Könige. Wir waren ja hier zuletzt in Clay Court unterwegs, haben hier das Vorlager der Feinde vernichtet, um hier an das Eisen heranzukommen. Deswegen bauen wir hier auch direkt mal die Mine. Und vielleicht noch einen weiteren Ballisterturm. Ja, ist gut. Ja. Ja. Je schneller, desto besser. Erik, du darfst mal hier vorne hingehen. Ach was, nicht ernsthaft. Die wollen jetzt hier einen Außenposten bauen. Angriff. Die trauen sich aber, muss ich echt gestehen. Angriff. So, ich greife jetzt hier nochmal an. Mein Held attackiert. Die machen hier echt gerade ein bisschen Radau. Vorsicht, Kameraden. Zack. Da haben wir die Feinde schon mal geschwächt und erledigt. Jawohl. Das kann so, ihr geht mal alle ein bisschen hier vorne hin. So will. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nee, so schnell kannst du keinen Feierabend machen, mein Freund. Ist mir Befehl. Nicht so schnell. So, ich muss mich erstmal kurz wieder ein bisschen orientieren. Wo hatten wir? Hier ist unsere Universität. Wir machen mal das Handelswesen. Haben wir jetzt eigentlich schon einen Schießplatz gebaut? Scheinbar noch nicht. Nur unsere Kaserne. Na, dann wird es aber Zeit für einen Schießplatz. Den bauen wir einfach mal. Tja, wenn hier irgendwo Platz wäre. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Hier. Wir werden hier schon wieder angegriffen. Das gibt's doch gar nicht. Sofort. So, ihr dürft euch hier mal ein bisschen zurückziehen. Na gut. Bauernhof und ein Haus bauen. Gut. All eure Wohnhäuser. Diesen Außenposten bitte einmal vernichten. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Das Gebäude. Wartet mal, ist hier noch ein Außenposten, den wir nicht gesehen haben? Fällt mir gerade auf. Fertig, Meister. Das schaue ich mir mal genauer an. Tatsächlich, hier ist noch ein Ballisterturm, den wir übersehen haben. Ui. Wird erledigt. Na gut, aber hier sieht es doch ganz gut aus. Wir haben auch einige Schmieden. Da bräuchten wir Legierungen. Dann könnten wir die erhöhen. Verbessern sozusagen. Fertig. Steinmetzhütte, die können wir direkt mal verbessern. Ich bin müde, ich bin müde. Was würde ich jetzt geben für ein warmes, gemütliches Bett? Ja, immer mit der Ruhe. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler zu Wir kommen hier gerade so schlecht hin irgendwie. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie. So, jetzt versuchen wir mal diesen Ballisterturm zu zerstören. Und bilden endlich nochmal ein paar Bogenschützen aus. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Sofort. Sehr schön. Ja, die wollen hier immer weiter angreifen. Gut, dass wir jetzt so viele Ballisterturme Türme zum Schutz gebaut haben. So, und es sind einige Leibeigene hier fertig. Ach verdammt, der Turm wurde hier fertig gebaut. Es gibt nicht genug zu essen. Das ist natürlich nicht so gut. Ja! Ja, ja. So. Ihr helft mal kurz hier mit. Für Ruhm und Ehre. Lehrt sie das Fürchten. Angriff. Wir töten jetzt erstmal diesen Leibeigenen. Macht sie nieder. Gebt Acht. Euer Dorf wird angegriffen. Okay, hier wird schon verbessert. Wir bauen noch mal ein paar Einheiten hier nach. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich machen mal jetzt. Wir haben jetzt ja ein bisschen Eisen. 3 Schwertkämpfer-Trupps. Und jetzt bräuchten wir wieder ein paar Taler. Gleich ist Zahltag, dann fertig, passt Meister. Das. So, wann ist der Zahltag? Komm, Zahltag. Jawohl. Dann gibt's hier auch gleich noch ein Upgrade. Angriff! Ihr habt nicht genug Taler. Ja, ist gut. Ja, jetzt fehlen uns da wieder die Taler. Na gut. Ja. So, jetzt schauen wir mal hier noch. Wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof finde, falle ich vor. Wie wäre, wenn ich nicht bald einen Platz in einem Bauernhof her bleibe? Ich habe euer eure Stimme vernommen. Mein Dorf wird angegriffen. Wir werden den Bauernhof einmal verbessern. So, aber jetzt stellen wir unsere Armee zusammen und dann werden wir jetzt hier gegen die Feinde marschieren.
Schießanlage können wir nochmal verbessern. Ja! Kein Problem. Hier wird nochmal ein bisschen Eisen geschlagen. Aber gern. Hier einmal auch. Ja, mein Herr. Dann sammeln wir jetzt die Armeen. Aber wir brauchen nochmal ein bisschen Gold. Ich tue mein Bestes. Gern. Gut, ihr bleibt mal hier zurück. Die restlichen Armeen, die werden mit hier nach unten das kommen. Das kann ich. Und dann werden wir einen Angriff wagen, hoffentlich. Ich hoffe, wir können dann einen Angriff schon wagen. Aber wir sollten vielleicht erstmal hier noch die Sägemühle auch verbessern. Und hier wird dann die Widerstandskraft von Gebäuden gestärkt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe. Ja, wir brauchen vor allem mehr Gold. Siedler versorgen zu können. Ein Held ist in großer Gefahr. In Ordnung. Gefahr ist immer so eine Auslegungssache. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. In Ordnung. So, wir rücken jetzt ihr hier langsam vor. Neue Technologie erforschen lassen. Ja, wenn wir mehr Taler hätten, würde es uns besser gehen. Deswegen können wir jetzt mal schauen, dass wir eine Kirche bauen. Hat sich das jetzt schon gereimt? Ach, die Kirche ist noch nicht verfügbar in dieser Mission. Schade. Gut, dann geht das eben noch nicht. Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Was für... Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt etwas wirklich Feines. Einige sieht, wie wäre... Ein Bett in einem Wohnhaus wäre jetzt... Ich finde, die Upgrades hier der Bauernhöfe zu einer Mühle lohnen sich nicht so richtig. Also man hat... Wir schauen mal kurz. Ja, zwei weitere Plätze. Braucht aber einen Bauern mehr, glaube ich. Also so richtig sinnvoll ist das alles nicht. Aber egal. So, wir haben jetzt hier unsere Armee zusammengestellt. Genau die richtigen. Wollen hier nochmal ein Upgrade. Dann schießen die Schützen besser und schneller. Das ist immer gut. Und hier werden wir auch mal die Garnison verbessern. Und schauen wir mal, ob wir es im ersten Angriff schaffen. Ist nun ausgebaut. Ja, Herr. So, wir wollen jetzt hier zur feindlichen Burg vorrücken. Erik muss dann natürlich kurz vorher nochmal eine Stärkung der Truppen machen. In Ordnung. Es gibt nicht genug zu essen. Folgt mir, Brüder! Ja! Auf in den Kampf! Folgt mir in den Kampf! So, hier. Ausbau vollbracht. Ja gut, das restliche, die restlichen hier werden unsere Dafür Türme regeln. Genau die Dafür haben wir sie ja hier aufgestellt. Das sollten wir keine Probleme bekommen. Ui! Auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Selbstverständlich. So, dann überzeugen Ausbau wir doch mal hier. Die hier. Und Erik darf einmal seine Spezialfähigkeit verwenden. Sehr gut. Technologie erforschen lassen. Hat es Helias geschafft? Ja. Wir haben weitere Bogenschützen dazu gewonnen. Sehr schön. Hier wird gekämpft. Stolz und tapfer kämpfen hier unsere Recken. Und können jetzt hier weiter vorrücken. Das kann ich. Jetzt da kommen wieder noch ein paar Feinde raus. Aber den Großteil haben wir hier, denke ich, auch überwunden. Und dann können wir weiter vorrücken. Auf in den Kampf. Ja, erstmal den Leibeigenen erledigen. Ich hatte mir das hier etwas gefährlicher vorgestellt. Hier sind ja gar keine Ballistertürme mehr, so das war anscheinend nur diese Eisengrube, die dann eine Gefahr darstellte. So, jetzt wird nichts mehr angegriffen, weil jetzt vernichten wir diese jämmerliche Burg. Ein für alle Mal, Freunde. Ein für alle Mal. So, wir verbessern hier nochmal unsere Einheiten. Ein Bauernhofplatz. Aber alle Bauernhöfe sind schon voll. Wird noch benötigt. Wir können noch ein kleines Wohnhaus hier einmal verbessern. Woher kommen die immer? Ja, egal. Für Ruhm und Ehre. Ihr sollt, Ui, da Alles kommen Feinde. Weg. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Da kommen immer mehr Feinde raus. Da müssen wir jetzt einmal ordentlich kämpfen. Ich tue mein Bestes. Auf in den Kampf! So, jetzt kämpfen die ein bisschen gegen Erik. Der ist stark genug. Attacke! Das Gebäude ist. Ich glaube, wir brauchen noch mal ein bisschen Verstärkung gleich. Den Trupp schicke ich auch schon mal hin. Wird gemacht. Ausbau voll. So, die Bogenschützen, die schießen natürlich Brandpfeile. Das sieht mir jetzt hier nur nicht, aber wir sehen ja, dass die Burg brennt. Der Sieg wird unser sein! So, Erik macht jetzt gleich mal wieder seinen berühmten Schlag. Zack! Und vier Feinde gleichzeitig getötet. So stelle ich mir das vor. Ausgezeichnet, Erik. Ach, und hier ist der ganze Stein jetzt abgebaut.
Ja. Dann dürft ihr ein bisschen Lehm kloppen. Genau, hier bräuchten wir Legierungen. Hier können wir Upgrades machen. Ah, wir haben nicht genügend Schwefel. Da war er endlich, der Schlüssel zu der verlassenen Basis. Das Tor sollte hiermit kein Problem mehr sein. Sehr gut. Stellt die Diebesbande. Jawohl, das werden wir. Erstmal töten wir hier noch diesen Leibeigenen. Am Ende baut er hier wieder alles auf. Wir wollen ja hier auch die dunklen Horden ein für alle Mal vernichten. Jetzt frage ich mich, ob die hier noch irgendwo rauskommen können, aber das sieht mir nicht so aus, als wäre hier eine Höhle, das sind nur Steine. Ihr werdet angegriffen. Wir werden aber immer noch angegriffen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Vielleicht haben die noch ein anderes Versteck irgendwo. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal dorthin mit unseren Helden und unseren Recken hier. Wird gemacht. Dario natürlich allen voran. Und Helias und Erek, da laufen sie gemeinsam auf dem Weg zu dieser Diebesbande. Denn wir erinnern uns, unser Auftrag lautet, sucht die Räuberbande. Eine neue Technologie erforschen lassen. Damit können wir dann Barmesia helfen. Ja doch, Barmesia. Interessanterweise heißt aber die Mission, in der wir gerade sind, Clay Court. Wir helfen aber anscheinend gerade Barmesia. Na gut, sei es drum. Sei es drum. Selbstverständlich. So, schauen wir mal, ob auf dem Weg noch irgendwelche Gefahren lauern. Oder ob wir dort jetzt ohne Probleme hinkommen. Ressourcentechnisch geht es jetzt uns richtig gut. Nur geldtechnisch läuft es noch nicht perfekt. Taktiken können wir mal erforschen. Hier haben wir schon erforscht. Erhöht die Sichtweite, macht die Kleidung von Arbeitern und Leibeigenen stabiler. Okay. So, aber jetzt wollen wir doch bei Dario bleiben, wenn sie diese Räuberbande schnappen. Ich gebe mein Bestes. So, schauen wir mal, ob der Schlüssel passt, den wir gefunden haben. Ja, er passt. Sehr Jawohl. Gut. Es ist Zahltag. Da vorne ist Jawohl. Sie. Die Anführerin der Räuberbande. Ari. Und da sind ihre Kumpanen. Nun, stellt euch. Wir haben euch gefangen. Selbstverständlich. Ari war der Flucht müde und ergab sich kampflos unseren Helden. In diesem Moment erreichten Truppen aus Barmesia das Lager. Wow, was für ein Timing. Sie erzählten, sie sei eine gesuchte Diebin und sprachen den Helden ihren Dank aus. Trotz Aris Beteuerung, sie und ihre Kameraden seien nicht verantwortlich für die Diebstähle in Barmesia, nahmen sie sie fest. Als Belohnung für die Übergabe erhielten die Helden ein Kopfgeld, das auf die junge Raubritterin ausgesetzt war. Oh, sehr schön. Danke für eure Hilfe. Die Bande hatte dieses merkwürdige Artefakt in ihrem Besitz. Leider haben wir vor Jahren unsere Universität geschlossen. Wenn ihr uns aber hier eine Universität errichtet, könnten unsere Gelehrten sicherlich den Zweck dieses Gegenstandes herausbekommen. Ja, das machen wir doch gerne. Errichtet eine Universität an der vorgesehenen Stelle. Heureka! Hier gibt's jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Dann dürft ihr jetzt hier nach Norden gehen. Wenn's denn sein muss. Und dort eine Universität errichten. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden. Wir haben ja schon hier eine Universität bei uns. Ah, und unsere Festung können wir noch nicht ausbauen in dieser Mission. Das seht ihr also. Da wird noch einiges aufgespart für die weiteren Missionen. Und wir erforschen jetzt einfach mal weiter. Wir wissen ja nicht noch, was auf uns zukommt. Unsere Armee postieren wir einfach mal hier. Unsere Helden können hier anscheinend nördlich entlang laufen. Hatten die Truppen von Barmesia im Norden einen Schlüssel, um da durchzukommen, weil die von Norden kamen? Das wäre ja dann ziemlich
gemein gewesen, dass sie uns da nicht drauf hingewiesen haben und wir sozusagen südlich hin mussten. Jawohl. So, wir können hier mal mit einem sprechen. So gut. Einstmals war es besser um die Stadt bestellt. Doch ein Krieg um die Erbschaft und die Zwietracht unter unseren Regenten schürte den Hass in den Herzen. Aus Angst vor der dunklen Bedrohung trieb der eine Bruder, der nunmehr Bürgermeister von Claycourt ist, seine Anhänger in den Krieg und zerstörte somit das Werk Gottes. Ja, wir sind jetzt in der gottesfürchtigen Stadt, Barmecia. Er beutete die Natur aus, baute Rohstoffe ab, um Handel zu treiben und so eine Armee gegen die dunkle Bedrohung aufbauen zu können. Episode 1. Dieser Kriegstreiber. Leider zerstört er mit dem, was er Fortschritt nennt, auch rücksichtslos die umliegende Natur. Ihr habt es vielleicht gesehen. Das verdorrte Land östlich von Claycourt. Der andere Bruder ist unser Bürgermeister. Er war schon immer ein sehr gottesfürchtiger Mann. Er vertraut auf Gott. Und so sollten auch wir tun. Als Zeichen unseres Glaubens und um einen neuen, rechtmäßigen Regenten zu krönen, wollen wir einen Dom errichten. Oh, einen Dom. Und einen rechtmäßigen Alter. König wollen sie krönen. Das ist natürlich umso interessanter, muss ich sagen. Wie ihr wollt. So, meine Leibeigenen. Natürlich. Kommt heran. Wo hier eine Hochschule einmal bitte bauen. Na, gut. Ach nee, da können ja mehrere dran bauen, das vergesse ich immer. Ich glaube bis zu 6 Stück bei einer Universität oder einer Hochschule und bei normalen, kleineren Gebäuden nur bis zu 4 Leibeigene gleichzeitig. Dann geht das ein bisschen schneller. Helias ist auch schon da. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob wir da den Bürgermeister zufriedenstellen können, wenn wir jetzt hier ihm eine Universität liefern. Wir haben das merkwürdige Fundstück analysiert. Das Artefakt ist ein Teil des merkwürdigen Apparates, den unsere Späher vor einiger Zeit in der Nähe eurer Basis entdeckt hatten. Am besten übergebt ihr es an den weisen Leonardo. Er wartet schon an der Maschine. Die hatten wir ja auch schon entdeckt mit Helias. Wir sollen das Artefakt zu Leonardo bringen, ja selbstverständlich. Wenn Gott es so will, wenn Gott es so will. Machen wir das sofort. Erik, der darf mal dort bleiben. Wie ihr wollt. Und anscheinend haben wir gar keine Universität, sondern nur eine Hochschule gebraucht. Na gut. Ja, ist gut. Ist auch in Ordnung. Da seht ihr ein Artefakt vielleicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die das Ganze jetzt hier erforscht für uns. Sehr freundlich, muss ich an der Stelle sagen. Sehr freundlich. Ja, uns wird hier schon angezeigt, was das ist. Eine Wettermaschine. Das ist vielleicht die Lösung des Problems hier. Das Land ist ausgedorrt, ausgemerkelt. Hier ist viel abgeholzt. Es bräuchte mal etwas Regen vielleicht, um das Land wieder fruchtbar zu machen. Da könnte diese Wettermaschine helfen. Wenn da die Artefakte, die Dario schon hat und die wir jetzt hier gefunden haben, vielleicht dafür gedacht sind, eine Wettermaschine zum Laufen zu bringen, dann wäre das natürlich großartig. Also Dario, eile. Eile geschwind zu Leonardo, zur Wettermaschine und überbringe ihm das Artefakt. Zusammen mit dem weißen Helias werden wir jetzt zum weißen Leonardo gehen. So, wir werden mal hier einen der Leibeigenen entlassen. Das ist sonst keine runde Zahl. Das ist halt ärgerlich, ne? Wenn der Arbeitgeber dann Sparmaßnahmen durchführen muss und dann wird einfach eine Stelle gestrichen. Heutzutage wird man dann entlassen und muss sich eine neue Stelle suchen. Damals, ja, existierte man nicht mehr, wenn man als Leibeigener gestrichen wurde. So, Dario ist jetzt schon wieder hier in unserer Siedlung angekommen und dann hoffentlich bald bei der Wettermaschine. Die dunkle Bedrohung hier haben wir jetzt erstmal besiegt, aber ich bin mir sicher, wenn wir hier noch weiter südlich gehen würden, gibt es noch größere Städte und Dörfer von Kerberos mit dunklen Horden, die wir vielleicht noch hier bekämpfen müssen. Also ich glaube nicht, dass das die letzten Aufträge waren hier bei Claycourt und Barmecia. Aber eine wunderschöne Musik wie immer. So, wo seid ihr? Da laufen sie noch geschwind. Ansonsten, es gibt keine Obdachlosen, keiner muss Hunger leiden. Es ist ein schönes Dorf, was wir hier errichtet haben.
Wir haben Unmengen an Rohstoffen, vor allem sehr viel Holz. Ja, sehr viel Holz. Wir können hier nochmal was erforschen. Hier bräuchten wir Legierungen, dafür haben wir kein Schwefel. Ich habe auch nirgendwo Schwefel gesehen, deswegen können wir da auch noch nicht weiter forschen. Hier steht unsere kleine, aber feine Armee. Hier können wir theoretisch noch eine Verbesserung machen. Wieso eigentlich nicht? Während wir hier warten. Normalerweise müsste man hier die Schützen noch weiter upgraden können. Das ist aber anscheinend in dieser Mission noch nicht verfügbar. Später wird es dann verfügbar sein. Dann haben wir nicht nur pro Trupp 4 Leute und einen Hauptmann, sondern dann bis zu 8 Leuten. So, aber jetzt kommen wir hier an bei dieser wunderschönen Lagune und diesem Wasserfall. Herrlich hier in den Bergen. Bei der Wettermaschine, und dann werden wir direkt mal mit Leonardo sprechen. Ach, schon gar mancher wackere Mann hatte das Wetter zu bändigen versucht. Doch nur wenige haben diese Macht zu edlen Zwecken gebraucht. Einer von ihnen war König Cheron. Doch so kunstvoll der Apparat des Wetters auch gefügt sein mag, ohne den Orb und seine verschiedenen Teile vermag auch er es nicht, einen Wechsel der Witterung herbeizuführen. Doch wer ihn zu führen weiß, vermag trockene Felder und verdorrte Bäume mit Leben zu beschenken und der Ernten Erträge zu nie gekannten Höhen führen. Oha. Doch wehe, wenn er in die Hände Unwürdiger gerät. Unwetter und Verderben gehen von ihm aus. Mit Brummen und Knarren setzte sich das Gerät von Leonardo in Bewegung. Die Wolken zogen sich zusammen und ein starker Platzregen prasselte auf die verdorrte Landschaft hernieder. Sehr schön. Mit den ersten Regentropfen verschwanden auch die Zeichen der jahrelangen Dürre. Ha, wunderbar. Neue Pflänzchen begannen zu sprießen, und das Land schien stündlich seine Fruchtbarkeit zurückzugewinnen. Gute Arbeit, Leonardo. Die Helden wollten die Regenfälle abwarten und sich dann auf den Weg nach Barmecia machen, doch es regnete unentwegt. Oha! Hurra, ihr habt das Spiel gewonnen, aber mit einem bitteren Beigeschmack anscheinend. Es hört nicht mehr auf zu regnen. Verdammt! Eine neue Technologie. So, hier sind nochmal die Tipps. Nördlich von eurer Siedlung ist ein Pass, der zu einer Wettermaschine führt. Dorthin lohnt sich ein Besuch. Ja, das haben wir ja mittlerweile. Eine neue Technologie erforscht. Dankeschön, das haben wir ja mittlerweile herausgefunden. Genau, und ansonsten die Karte aufdecken ist, denke ich, immer ein guter Hinweis. Der Tag der Abrechnung. Steuern und gut, ja, dann haben wir diese Mission hier in Claycourt erfolgreich bestanden. Ja, ich glaube, von der Statistik gab es jetzt noch nichts Interessantes groß zu sehen. Vielleicht hier die Soldatenanzahl, die dann bei uns gestiegen ist. Die Leibeigenenzahl und die Siedlerzahl an Arbeiter. Aber ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter. Und zwar wieder bei den beiden Städten Claycourt und Paramecia mit der Mission Die Flut. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.